Okay, er sagt, die Aufnahme läuft. Ah, die Aufnahme läuft, alles klar. So, wir haben hier den nuklearen Waffentest. Bitte Pylon ausfahren. Bucht öffnen. Bucht öffnen. Ist geöffnet. Ja, verstanden. Rakete ausfahren. Rakete wird ausgefahren. Zielkoordinaten eingeben. Eingegeben. Bereit zum Feuern. An Feuern auf mein Kommando. 3, 2, 1, Feuer! Wo geht ihr ungefähr runter? Richtung 210 Grad. Irgendwo, Geht's auf jeden Fall hier für dich, von wegen Mörser. Wir haben was Besseres. Wow! Das war auf jeden Fall näher zum ersten Mal. Ob die wohl wirklich effektiv Schaden macht? Ja, das ist Spielzeug, ne? Okay. Auf jeden Fall geht's im Mörser. Das Spielzeug für die kleinen Jungs. Die haben da was Besseres gefunden für uns. So, das ist der Rauch gleich verzogen. Warum bist du gestorben? Ich weiß nicht. Das Fahrzeug ist auch beschädigt. Guck mal neben dir, oder? Ja, sieht also, schon beschädigt aus, oder? Was abbekommen irgendwie. Warum hast du nichts abbekommen? Du sitzt hier neben mir. Ich bin Hulk, ich hab Strahlenschutz. Guck mal, wie der Pilz einfach oben aus der Karte verschwindet. Was zum Teufel? Aber meine Frage jetzt halt, macht der Würfel wirklich effektiv Schaden? Können wir natürlich testen. Ja. Ich glaube, wir brauchen nochmal 9. Ja, das brauchen wir. Das ist auch ein bisschen im Arsch, also. Und wie wollen wir das jetzt testen? Ja. Wir könnten ja ein paar Dummies da hinsetzen. Dummies, das ist die falsche Richtung. Ah, okay. Ja, stell mal ein paar Dummies auf. Nimm einfach die Stelle, die du auf der Karte markiert hast, wa? Ja, dann nehmen wir eine Stelle, wo wir auch sehen können, ja. Kontrollpanel. Zack. Zack. Und die Pylone ausfahren. So, die Rakete ist bereits draußen. Alter.
Ja, das klappt. So, Ziel markieren mit Ziel auf der Karte. Ja, ich warte nur auf den Feuerbefehl. Dann bin ich dankbar. Wo ist das jetzt? Ja, da vorne sind Panzer und alles und so. Die ja. Oh lol. Oh lol. Oh Gott, sie kommt! Nah, oder? Oh Junge! Oh Gott, oh Gott! Wenn wir jetzt nicht verstrahlt sind, dann weiß ich auch nicht. Also unsere Kinder und Kindeskinder, die werden noch strahlen. Ich sehe da noch Soldaten stehen. Mit Lava. Oh, das hat einen Augenblick gedauert. Hallo? Hallo? Die kommt aber sehr verzögert, die Druckwelle, oder? Ein bisschen, ja. Und irgendwie macht die auch komisch Schaden, oder? Ja, genau. Die hat da das vordere Fahrzeug, das hintere Fahrzeug erwischt, aber da steht eins. Also, mit haben genau, das sind zwei Panzer, die oder? Die beiden Kampfpanzer haben wir. Ja. Der hat 35 Offensiven. Man kriegt die Engine von dem Fahrzeug nicht mehr aus, ne? Das Ding ist komplett beschädigt. Warum liegen wir denn hier? Weiß ich nicht. Ja, nice. Ja, die Phoenix-Gruppe kann also auch mit Atomraketen umgehen. So sieht's aus. Oh mein Gott. Ja, mal schauen, ob das irgendwo mal zum Einsatz kommt. Mal schauen.